Moin zusammen, hier ist euer Ori. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück bei unserem Gaston, der hier tatsächlich ziemlich die ähnliche Rüstung, eine ähnliche Krone und dergleichen trägt wie sein Nachbar. Das ist Herzog Bourchard. Er wird genannt der Hübsche oder der Schöne. Er ist auf jeden Fall der Herzog von Savoyen und ist erst ein Teil der Fraktion, in der wir uns immer noch befinden, der Unabhängigkeitsfraktion gegen den Kaiser. Und die beiden stehen mal wieder zusammen und ich denke, diskutieren und vielleicht schaukeln sich auch ein wenig hoch in ihrer, in ihrer Unzufriedenheit mit dem Kaiser. Denn ja, wir sehen ja aktuell wieder, es gibt einen Krieg gegen das Kaiserreich, gegen uns. Es ist zwar nur ein Artefaktanspruchskrieg, aber wir sehen einmal mehr, wie unbedeutend und wie unwichtig dem Kaiser seine Gebiete im Südwesten seines Kaiserreiches zu sein scheinen. Es sind noch keinerlei kaiserliche Truppen hier aufgetaucht, um seine Vasallen, um uns hier zu verteidigen. Und ich denke, das unterstützt die Meinung und die Unzufriedenheit dieser beiden ja relativ stark. Und wir werden uns gleich mal die Fraktion anschauen. Die ist in der Zwischenzeit nämlich ein ganz schönes Stück gewachsen. Und vielleicht ist es jetzt an der richtigen Zeit, da auch aktiv zu werden und eine Forderung zu stellen. Das schauen wir uns mal an. Und wir sehen hier die Fraktion. 5 Mitglieder hat sie mittlerweile. Außerdem mit dabei ist noch der Herzog der Toskana, der König von Kroatien, auch sehr interessant, der Herzog von Piemont und eben Herzog Bouchard, genau, der Hübsche, nicht der Schöne von Savoyen. Also das sind alles solche, die eben ja, hier zum Heiligen Römischen Reich gehören, aber nicht de jure, die eigentlich nach Unabhängigkeit streben, allen voran natürlich Kroatien, die auch tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit hier tatsächlich ins Reich eingegliedert worden sind, noch unter Kaiser Kuno. Ja, und wir haben hier, Unzufriedenheit ist bei 100%, unsere Militärstärke sind 255% im Vergleich zu der des Kaisers. Hier ist der Kaiser, der auch aktuell in zwei Kriege verwickelt ist. Zum einen kommt er nicht voran hier mit seinem Religionskrieg, den er allerdings geerbt hat. Und natürlich dieser Krieg gegen den Herzog Leon, wo es um unsere Artefakte geht, die wir ja aber glücklicherweise mittlerweile verstecken konnten bei unseren Söhnen, sodass dieser Krieg eigentlich keine Bedeutung mehr hat. Aber dennoch, er lässt hier natürlich unsere Ländereien verwüsten und unternimmt nichts dagegen. Die Frage ist jetzt, wie wird dieser Kaiser reagieren, Kaiser Otto IV.? Er ist ein religiöser Eiferer, mitfühlend, ich weiß nicht, wofür das spricht, und auch arrogant. Also ob er sich einer Fraktion hingeben wird, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall wären wir sehr, sehr mächtig. Und ich denke, da wir aktuell in unserem eigenen Krieg oder in dem Krieg, der eigentlich in unseren Landen hier tobt, tatsächlich nichts tun können, werden wir jetzt diese Gelegenheit und diese offensichtliche Schwäche und dieses offensichtliche Desinteresse des Kaisers für seine Ländereien hier im Südwesten, werden wir nutzen, um unsere Forderung zu stellen. Dann denke ich, dürfen wir sehr gespannt sein, wie er darauf antworten wird. Das Sendschreiben ist unterwegs und er scheint abzulehnen. Eure ständigen Versuche, mich zu erpressen, ist fehlgeschlagen, ganz gleich wie viele verderbte Seelen ihr dazu verführen konntet, euch bei eurem Plan zu unterstützen. Ich werde nicht kampflos nachgeben. Lieber sterbe ich bei der Verteidigung dessen, was rechtmäßig mein ist. Ja, dann eben Krieg. Dann haben wir jetzt tatsächlich hier diesen Unabhängigkeitskrieg, den wir führen müssen. Und wir können uns jetzt um Verbündete kümmern. Hier wäre es ganz gut, aus dem Osten. 150 Prestige müssten wir dafür bezahlen. Das wäre nicht weiter schlimm. Glaube ich, ein guter Verbündeter. Das ist die Westgrenze. Unser Neffe. Ja, unser Neffe kann sich ja wohl auch für uns einsetzen. Der Sohn unserer Schwester. Er kann nicht. Ja, und dann haben wir noch König Sancho, ne? Auf der anderen Seite wird das wahrscheinlich sehr teuer sein, 350, und ja, für ihn weiter Weg und vielleicht auch gar nicht
unbedingt erforderlich. Wir müssen natürlich leider den Sammelpunkt für unsere Armee hier verschieben. Und das ist noch lange nicht mehr gemacht. So ging es auf jeden Fall. Ja, und wir sind auch ehrlicherweise aktuell nicht bei. Wir werden auf jeden Fall hier erstmal alle ausheben. Auf jeden Fall nicht bei bester Stärke. Allein deshalb, weil wir hier ja leider auch eine Schlacht geschlagen haben, die wir dann verloren haben. Aber gut, wir werden mal schauen. Wir haben hier auf der anderen Seite aber auch einige. Sammeln wir erstmal unsere Armee zusammen. Und hier kommen jetzt unsere Verbündeten noch mit rein. Sehr schön. So, unser Sohn wird hier wieder anführen. Ja, hier haben wir jetzt noch konkurrierende Kriege. Hat er noch einen anderen Krieg am Hacken? Was für einen Krieg führst du denn? Okay, das hier ist so ein interner Anspruchskrieg. Dem wollen wir natürlich eigentlich lieber nichts zu tun haben. Das müssen wir mal gucken. Hier gibt es Ländereien, hier gibt es auch Ländereien. Wir wollen uns aber gerne natürlich fernhalten von den Truppen. Ja, ich denke, wir werden hier die Grenze über. Schreiten und dann hier unsere Belagerung beginnen. Und viel mehr dann wahrscheinlich erst einmal nicht machen, in der Hoffnung, dass die uns dann auch aus dem Weg gehen und sich um ihren eigenen Sieg kümmern. Da hat jemand einen Anspruch auf Kassel. So, hier wird jetzt bei der Belagerung unterstützt von unserem Verbündeten, sehr schön. Und ein weiterer Verwaltungsvorzug ist nochmal wählbar. Verteidigungsplanung, das passt doch jetzt auch sehr, sehr gut rein. Ich glaube aber, dass bestimmt wieder 5 Jahre auch vergangen sind, seit unser sprunghafter Gaston seinen Schwerpunkt gewählt und gesetzt hat. Und von daher werden wir da nochmal neu was auswürfeln. Ich würfle eine 2, 1, 2 und ach, das passt doch sehr gut. Er geht jetzt in Richtung Kriegsführung. Und ich würfle hier eine 3, 1, 2, 3. Schwerpunkt. Autorität. Also damit wird er sich jetzt, sprunghaft wie er ist, auseinandersetzen und hat damit einen neuen Schwerpunkt. Ja, viel mehr als abwarten und Tee trinken würde vielleicht meiner Stimme auch ganz gut tun. Können wir jetzt erstmal nicht. Hier marschieren noch Verbündete. Ah, er marschiert jetzt hier natürlich wieder voll durch. Eine sehr sichere Truhe. Aha. Das Schloss dieser Truhe ist extrem schwer zu knacken. Der Besitzer kann sicher sein, dass alles, was er darin aufbewahrt, sicher ist. Es sei denn, jemand stiehlt den Schlüssel oder schafft es natürlich, die gesamte Truhe zu erbeuten. Ja, so wie wir offensichtlich. Wir haben hier die Belagerung gewonnen von Sundgau und haben hier auch jemanden gefangen genommen. Bringt sie uns ein bisschen Geld ein? Ja, 25. Dann denke ich, werden wir allerdings, denn das ist hier nicht unser. Achso, er wartet hier gerade schon ab. Moment, wir wollen aber auch weiter marschieren in der Zeit. Hier sind jetzt die anderen. Dann würde ich sagen, marschieren wir hier hin. So, er bedenkt noch einen Vorschlag. Das ist jetzt geschehen. Und dann denke ich, werden wir ihm seine Truhe zurückgeben. Das ist nur gerecht. So, jetzt haben wir hier Grenoble verloren. Damit ist dieser Krieg bei 62%. Mein Gott, das ist aber auch aufwendig für ihn. Komplett muss er das hier belagern. Na gut, soll er tun, hat er sich ausgesucht. Gewinn wird er nichts, kostet ihn nur. Selber schuld. So, dann werden wir hier weiter belagern, sind jetzt dann schon bei 18%. Oh wow, da sind schon welche mit. Und der nächste Krieg mit sehr starken Belagerungswaffen unterwegs. Wow. Und König Yu greift mal wieder aus.
Und jetzt wird es aber bedeutender. Jetzt geht es um Oberlothringen. Komplett. Ja, lieber Kaiser, jetzt hast du aber ein Problem. Neues Bündnis wird ihm auch nicht helfen. Und ein weiterer Graf wurde hier exkommuniziert aus dem Breisgau. Auch hier ist ein Bündnis geschlossen worden. Das ist hier der Krieg, der auch bald zu Ende ist, wo wir eigentlich auch offiziell als Verbündeter noch mit dabei sind. Die Verbündeten aus dem Osten sind jetzt auch da, haben 1000 Mann gelassen. Das nächste Artefakt haben wir uns angeeignet. Ein Nussknacker. Aha. Und auch hier haben wir jemanden gefangen genommen. Gertrude. Sie ist die Schwester des Grafen von Ansbach. Wir werden sie freilassen und werden weiter marschieren. Hier wird erfolgreich belagert. Die sollen mal auch weitermachen. Warum haben wir hier jetzt zwei stehen? Die Truhe haben wir doch auch schon. Das war doch ein Hofartefakt, die Truhe. Ach Mist, ich wollte den Nussknacker nicht ausrüsten. Was hatten wir denn statt dem Nussknacker da? Die Tafel, ne? Ja. Ich wollte doch schauen, wem das gehört. Ihr. Gräfin Brunhilde. Nussknacker soll sie wieder haben. Gertrude hat den Kerker verlassen. Sehr schön. So, 38%. Wir kommen hier gut voran. Aha, unser Hofarzt hat auch sein Wissen nochmal erhöht. Sehr schön. Und der Kaiser kommt nicht mal mehr voran hier in seinem Religionskrieg, der auch schon seit Ewigkeiten läuft, oder? Seit 5 Jahren. Und er kriegt das nicht beendet. Aha. Jetzt ist er gestorben hier nämlich. An inneren Verletzungen. Das geschieht ihm recht. Hoffentlich ist er elend dahingeschieden. Herzog Gaston hat jetzt geerbt. Puh, er gilt als ehrgeizig. Und wir haben jetzt aber einen Anspruch auf das Artefakt. Aber er hat auch diesen Krieg geerbt, den er jetzt leider weiterkämpfen muss. Und gut, das kann man nicht vermeiden. So, der Winter, wollte gerade sagen, bricht hinein. Oder bricht herein. Ist aber im vollen Gang. Es wird tatsächlich sogar eher Frühling. Das macht die Versorgung. Die ist noch schwer in Ordnung. Wir sind bei 46% und können uns nach Hohenberg wahrscheinlich bewegen. Gut wäre es, glaube ich, auch den englischen Truppen weitestgehend aus dem Weg zu gehen. Dann bewegen wir uns jetzt nach Hohenberg, um dort weiter zu belagern. Ach, haben die da jetzt abgebrochen, ihre Belagerung? Es ist auch mal so eine Sache, dass man sich da nicht bewegen darf, weil die Verbündeten sonst irgendwie sich genötigt fühlen, da loszumarschieren. So, der Krieg von König Sancho, der ist jetzt beendet. An dem haben wir aber auch nur pro forma teilgenommen. Er hat jetzt wirklich seinen Verbündeten hier aus Connacht geholt, um hier weiter unsere Ländereien zu belagern. So, hier wird belagert, dann gehen wir dort und unterstützen. Und der Kaiser hat wahrlich nichts entgegenzusetzen. Sehen wir denn irgendwo kaiserliche Truppen? Hier läuft ein Druckmittel aus, uninteressant. Doch das ist sicherlich mehr als uninteressant.
So, es gibt einen Komplott bei Hofe, jemanden, der Simon umbringen will. Oh, der hat einige Feinde. Aber ist er nicht derjenige, der gefangen genommen war? Nee, das war Renault. Und Simon. Die sind tatsächlich schon sehr, sehr lange im Gefängnis. Können wir nichts machen. Oh, das ist aber sehr prestigeträchtig. Ein Hofartefakt. Dieses Fell des Hirsches. Und wir haben auch wieder jemanden gefangen genommen. Emmerich von Zähringen. Uninteressant. Und Euphemia von Arbon. Sie ist die Tochter. Dann werden wir da das Lösegeld fordern. Ist sie wieder frei und wir werden hier bei dieser Belagerung unterstützen. Und jetzt ist hier die Frage. Auch er soll das, was wir uns hier unrechtmäßig angeeignet haben, wiederbekommen. Ach, und auch hier, oh Mann. So, jetzt ist hier die Anstifterin entdeckt worden. Oha, die Gemahlin unseres Sohns. Nun gut. So, jetzt sortieren sie sich hier wieder neu. Württemberg kontrollieren wir jetzt, sehr schön. Dann marschieren wir hier ein Haus weiter. Und sind bei 79%. Und das geht sehr, sehr schnell, weil da jetzt werden hier diese konkurrierenden Kriege aus dem Weg geräumt und die Belagerung sehr, sehr schnell, weil dort keine. Ist ja vor kurzem erst belagert worden von jemand anderen. Deswegen sind da jetzt noch keine neuen Garnisonen wieder aufgebaut. Dann marschieren wir hier weiter. Sind bei 86%. Boshafte Taten? Ach Gott, ja, diese Rivalin da. Die Kaltherzigkeit von Gräfin Agnieszka war mir schon immer ein Dorn im Auge, aber in letzter Zeit geht sie mir mehr denn je auf die Nerven. Ich möchte mich für dieses Verhalten an ihr rächen, aber wie soll meine Vergeltung aussehen? Okay, wir können jetzt Gerüchte in die Welt setzen. Wir können ein originelles Gedicht schreiben, das alle ihre vielen Fehler aufzählt. Oder wir können ihr direkt ins Gesicht sagen, was für ein ungehobeltes Verhalten sie an den Tag legt. Direkt ins Gesicht finde ich unpassend. Sie ist ja sonst wo. Das kann ja löse Gerüchte, weiß ich nicht, passt nicht zu Gaston, finde ich. Wir werden es mal mit einem originellen Gedicht versuchen. Nachdem ich mehrere Gedichte geschrieben hatte, die den Charakter von Agnieszka verspotten, habe ich meine Werke am Hof verteilt und gewartet, bis sie die Runde machen. Leider scheinen meine Schriften nicht sehr beliebt bei den Höflingen zu sein. Diese sind sogar alle ziemlich einig, dass die Gedichte nur Geschwafel sind, dass das Papier, auf dem sie geschrieben wurden, nicht würdig sind. Ich bin nur froh, dass ich nicht mit meinem Namen unterschrieben habe. Okay, das ging mir offensichtlich mächtig in die Hose. Ist aber, glaube ich, im Moment auch völlig unbedeutend eigentlich für Gaston. So, nächste, das ist jetzt mal eine bedeutende Belagerung hier. Die Baronie von Burgau, das ist immerhin der Hauptsitz des Herzogtums Tirol, weshalb auch immer das dort liegt. Imposantes Redevermögen von unserem Bischof, sehr schön.
Ja, und dann stehen wir schon direkt vor der Tür, oder? Dann werden wir, glaube ich, als krönenden Abschluss dann noch hier Rotenburg belagern und damit dem Ganzen das Ausrufezeichen noch unterstreichen, wenn man so will. Wobei, damit haben wir schon die 100%. Und damit gibt es ehrlicherweise dann doch auch keinen Grund, diesen Krieg hier weiterzuführen. Und damit begehen wir jetzt aber einen großen Schritt. Wir werden unsere Forderung durchsetzen. Und damit werden wir und alle weiteren aufständischen Vasallen von Kaiser Otto unabhängig werden. Wir werden unsere Forderung erzwingen. Seid gegrüßt, Dauphin Gaston von Vinoir. Von euren Missetaten erzählt man sich von Irland bis China. Ihr seid ein viel größerer Feind, als ich gedacht hätte. Um diesem Blutvergießen ein Ende zu setzen, werde ich euren Forderungen ein Ende. Werde ich euren Forderungen nachgeben. Sehr schön. So sei es, wir können unsere Armee auflösen. Und wir haben jetzt natürlich, damit ist dieser Krieg interessanterweise auch beendet. Haha. Weil, also hier gegen. Wo ist er denn? Dieser Krieg ist beendet. Das sehen wir hier. Er ist ungültig geworden. Sehr, sehr schön. Damit ist auch nichts passiert, außer dass wir ein Artefakt verlangen können. Okay, da müssen wir uns nochmal was überlegen. Aber als allernächstes, und das ist, glaube ich, doch jetzt nach der Unabhängigkeit auch der richtige Schritt und ein logischer Schritt, ist, dass Gaston jetzt seine Arroganz frönt und als unabhängiger Dauphin jetzt die Möglichkeit hat, in diesem Augenblick das Königreich Burgund zu schaffen. 500 Gold kostet ihn das, aber es ist eine sehr, sehr prestigeträchtig, selbstverständlich, und dementsprechend wird er das tun. Wir werden den Titel schaffen. Gaston de la Côte, der erste König unserer Dynastie, er wird das Königreich Burgund schaffen. Damit haben wir jetzt auch einen Königshof. Als König habt ihr neue Aufgaben und Pflichten. Man wird von euch erwarten, regelmäßig Hof zu halten, Streitigkeiten im Reich zu klären und eure Höflinge an den täglichen Abläufen teilhaben zu lassen. Graf Gigesch von Vinoir sieht mich unverwandt und in einer fast schon belehrenden Art und Weise an. Vielleicht liegt sogar etwas Neid in seinem Blick. Er entrollt ein wunderschönes Banner mit dem Emblem des Hauses de la Côte. Einer der Wege, auf dem die Welt nun über eure Herrschaft urteilen wird, ist die Art und Weise, wie euren Hof schmückt und versorgt. Ich war so frei und habe dieses Geschenk anfertigen lassen, um die Geburtsstunde eures Hofes angemessen zu dokumentieren. Unser Hausbanner. Sehr, sehr schön, ein Wandornament. Ja, dann denke ich, werden wir doch zum Abschluss unseren Hof hier auch aufsuchen, oder nicht? So sieht er aus. Wir haben nur ein Hofartefakt. Das Hausbanner, was wir aber dann selbstverständlich hier sofort aufhängen werden. Sehr, sehr schön. Dann können wir natürlich hier auch direkt überlegen, was für eine Hofart wir haben. Ja, ich denke, zu unserem guten Verwalter passt ein Verwaltungshof. Das werden wir ändern. Unsere Hofsprache wird ja, vulgär-dockisch sein. So, und jetzt müssen wir hier noch entscheiden zu den Hofannehmlichkeiten. Ja, wir brauchen hier auf jeden Fall. Naja, also wir schon überlegen, die Arroganz unseres Gaston spielt hier natürlich schon eine Rolle. Er muss es sich aber natürlich auch leisten können. Aber jetzt als König, ich denke, stilsichere Mode will er schon haben. Ebenso wie ansehnliche Verpflegung.
Ja, ansehnliche Unterbringung und auch einige Dienerschaft. Natürlich würde er gerne mehr wollen, aber oh, hier sehen wir auch sein Holzbein das erste Mal richtig. Aber das Ganze muss man sich natürlich auch leisten können. Wir werden das so auf jeden Fall erstmal anwenden. Sehr schön. Und damit ist das auch erstmal auf eine gewisse Zeit festgelegt. Sehr, sehr schön. Wenn das, oh, schaut euch das an, das Königreich Burgund und ein Nachbar kann vassalisiert werden, ernsthaft? Bouchard der Hübsche wäre tatsächlich bereit dazu. Für niedrige feudale Pflichten. Ja, aber natürlich. War es das, was die beiden besprochen haben, auch am Anfang? War das auch der Deal, dass sie gemeinsam diesen Krieg führen und er dann Teil des Königreiches Burgund wird? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Auf jeden Fall werden wir ihm das anbieten. Wir werden noch seine Antwort kurz abwarten. Ausgezeichnet. Ich nehme euer großzügiges Angebot des Vasallentums an. Sehr, sehr schön. Und damit ist unser Königreich Burgund doch auch gleich schon gewachsen. Und es gibt tatsächlich auch, wenn wir uns das mal die Jura anschauen, hier durchaus auch noch Gebiete, die eigentlich dazugehören. Aber damit, ja schon, den müssen wir uns nochmal anschauen zum Abschluss. Verabschiede ich mich von euch aus dieser Staffel und ich glaube, einen besseren Abschluss für die Staffel kann es nicht geben. Ich verabschiede mich von euch mit einem Blick auf König Gaston de la Côte, König von Burgund. Wir sehen uns wieder in der nächsten Staffel, nächsten Sonntag, 13 Uhr. Also bis dahin, macht es gut, euer Henri.